Wir haben uns das letzte Mal klar gemacht, was denn Repräsentation ist, wie man über sie besser nicht nachdenken soll, wenn man begreifen will, wie komplex Repräsentation ist, wie man sich Repräsentation angemessen vorstellen soll, nämlich als eine Organisation von Politik, bei der es Vertretene wie Bürger, die Bürgerschaft und Vertreter wie Abgeordnete gibt, wo beide unabhängig voneinander handeln können, wo die Bürgerschaft tun kann, was sie will und auch demonstrieren darf, wie sie will, wo aber die Abgeordneten auch tun können, was sie wollen, beides natürlich im Rahmen des Rechtes, sodass es jederzeit zu heftigen Konflikten zwischen ihnen kommen kann, dass aber die häufigen Konflikte nicht allzu heftig sind und die heftigen Konflikte nicht allzu häufig, weil die Repräsentanten es schaffen, das Konfliktpotenzial durch zweierlei Verhaltensweisen befriedet zu halten. Erstens durch Responsivität. Man geht ein auf das, was die Regierten, die Vertretenen wünschen. Und zum anderen durch politische Führung. Dort, wo man glaubt, dass die Bevölkerung sich täuscht in dem, was sie wünscht und will, dort erklärt man ihr, warum man es nicht tut. Und am nächsten Wahltag wird abgerechnet. Indem ich das sage, habe ich schon zwei Dinge miteinander verbunden, die historisch nicht miteinander verbunden gewesen sind, nämlich Repräsentation und Demokratie. Beides hat miteinander nicht das Mindeste zu tun. Man kann aber Repräsentanten bestellen über den Wiederwahlmechanismus und das zwingt sie dann in ganz besonderer Weise zur Responsivität der Bürgerschaft gegenüber. Und eben das macht dann Repräsentation sehr, sehr wirkungsvoll als Instrument auf Regierende Einfluss zu nehmen. Und wir haben uns dann noch angesehen, wie denn moderne Parlamente entstanden sind, aus welchen Wurzeln und haben insbesondere gesehen, dass die heutigen westlichen Regierungssysteme, präsidentielle, parlamentarische und gemischte Systeme, im Wesentlichen daraus entstanden sind, dass der Machtaufstieg von Ständevertretungen, also den Vorläufern moderner Parlamente, zu unterschiedlichen Zeitpunkten sozusagen eingefroren worden ist. Als in England ein Machtgleichgewicht zwischen Krone und Parlament erreicht war, spalten sich die USA ab, führen eine Republik ein und machen aus der Gleichberechtigung von Parlament und Krone republikanisch gewandet ein präsidentielles Regierungssystem. Im Vereinigten Königreich geht der Prozess des Machtaufstieges des Parlaments weiter, bis hin zu dem Punkt, dass die Krone nicht anders kann, als den Wahlgewinner, den Anführer der größten Partei im englischen Parlament zum Premierminister zu ernennen, sodass die Krone künftig nur noch herrschte, aber nicht mehr regierte. Und dieses parlamentarische Regierungssystem ist tatsächlich als jene Weise entstanden, wie man Demokratie mit den äußeren Formen einer Monarchie verbinden kann, ohne dass es zu systematischen Spannungen käme. Warum darf ein König, bloß weil er König ist, auf Regierungsbildung Einfluss nehmen, ohne jegliche demokratische Legitimation? Ja, wenn die Krone ohnehin keine politischen Möglichkeiten hat, dann ist es egal, ob man sie beibehält oder nicht. Das ist im Grunde nur eine Frage von politischer Traditionalität und Sentimentalität und dem, was sich ein Staat leisten kann. Und die republikanische Form dieses parlamentarischen Regierungssystems entsteht eben, wenn man das Staatsoberhaupt irgendwie wählt. Vom Volk wählt, ohne dass es viel Einfluss hat, wie in Österreich. Von Kammern des Parlaments oder von Kammern verschiedener Parlamente oder von parlamentsgewählten Vertretern gewählt, wie den deutschen Bundespräsidenten oder auf tausenderlei andere Weise. Und so entstehen Parlamente, die in unterschiedliche politische Systeme eingebettet sind, und je nach dem Regierungssystem, in dem sie eingebettet sind, unterschiedliche Funktionen haben. Und so entsteht überhaupt eine große Spielreihe, Reihe von Spielarten von Parlamenten und politischen Systemen mit Parlamenten, die man zunächst einmal überblicken sollte. Und dann kann man sich auf die machtvolleren Parlamente unter diesen konzentrieren. Wir führen also einige Begriffe zur vergleichenden Parlamentarismusanalyse ein, am besten indem wir wieder einen mindestens zweidimensionalen Merkmalsraum aufbauen. In der ersten Dimension
Na. Wir bauen also einen zweidimensionalen Merkmalsraum aus, wo wir sämtliche Begriffe unterbringen können und sämtliche Parlamente, die es gibt, unterbringen können, um sie vergleichend anzusehen. Die erste Dimension ist die Dimension, die angibt, wie mächtig ein Parlament, eine Vertretungskörperschaft ist. Ein Parlament, wie auch immer zu benennen, Ständeversammlung, Oberster Sowjet oder wie auch immer. Ein Parlament kann wenig Macht haben oder sie kann viel Macht haben und irgendwas dazwischen. Und die andere Dimension ist die von Demokratie, denn Demokratie gehört zur Repräsentation zunächst nicht, aber man kann Demokratie mit Repräsentation verbinden, und zwar entweder so, dass es zwar Repräsentation gibt, aber keine Demokratie, oder dass die Demokratie sehr stark ausgeprägt ist, etwa über wirkungsvolle periodische Wahlen. In diesem zweidimensionalen Merkmalsraum können wir nun alle möglichen Vertretungskörperschaften einfügen. Heutzutage haben auch Diktaturen Vertretungskörperschaften. Natürlich hat China einen nationalen Volkskongress, Nordkorea hat ein Parlament. Hier haben wir Parlamente in politischen Systemen ohne oder weitgehend ohne Demokratie, die auch wenig Macht haben. Das sind die Vertretungskörperschaften in Diktaturen, auch in Präsidialdiktaturen, wie sie auf dem afrikanischen Kontinent sich leider vielfach ausgeprägt haben. Ein besonderer Fall, sehr interessant, das sind die Parlamente der realsozialistischen Staaten gewesen. Allesamt hatten sie ein Parlament, in Verfassungen stand dann auch etwa drinnen, dass die Macht der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik von keiner anderen staatlichen Institution eingeschränkt werden dürfe. Ja klar, es gab auch keine andere staatliche Institution, aber sehr wohl die marxistisch-leninistische Partei, deren Führung nach Artikel 1 der DDR-Verfassung der gesamte Staat unterstand. Und die Partei leitete natürlich auch die Volkskammer der DDR an. Und so war es in sämtlichen sozialistischen Vertretungskörperschaften. Also wenig Macht und wenig wirkliche Demokratie. Sowas nennt sich Minimalparlamentarismus. Und Minimalparlamente sind heutzutage immer noch der größte Teil der Parlamente, die auf der Erde existieren. Das legt die Frage nahe, warum legt man sich überhaupt ein Parlament zu, wenn es dann gar keine Macht hat? Naja, erstens ist es heutzutage sozusagen modisch, Parlamente zu haben. Ein Staat ohne Parlament ist nicht sonderlich respektabel. Zum anderen aber haben Parlamente eine Reihe auch von latenten Funktionen, Funktionen, die man nicht auf den ersten Blick sieht, und eine Reihe von symbolischen Funktionen, die sie auch dann durchaus wünschenswert machen, wenn man dem Parlament keine funktionalen Machtmöglichkeiten, keine instrumentellen Funktionen zuweisen will. Ungefähr in der Mitte an Macht haben wir den Ständeparlamentarismus, aus dem ja in Europa alle Parlamente entstanden sind, die Stände von Adel, Geistlichkeit, ab und zu auch die Bauern drinnen, in der Regel später dann die Städte. Und je nachdem, wie sehr man Stände, Vertreter abhängig machte von Wahlprozessen, war da mehr oder weniger Demokratie pro Stand vorhanden, sodass wir hier sozusagen eine weite Spielfläche haben. Parlamente mit viel Macht, aber wenig Demokratie, tja, das sind jene Parlamente, aus denen die Mutter aller Parlamente geworden ist, nämlich das englische Parlament. Das englische Parlament hat schon im 16. Jahrhundert erhebliche Machtmöglichkeiten. Von Demokratie ist natürlich nichts zu sehen. Das englische Parlament im 18. Jahrhundert ist ein sehr mächtiges Parlament. Von Demokratie ist immer noch nichts zu sehen. So etwas nennt sich eine parlamentarische Oligarchie. Es gibt zwar Parlamentarier, die mächtig sind, und das Parlament als Institution ist mächtig, aber nicht, weil es eine demokratische Grundlage hat, sondern weil wirklich Mächtige in ihm sich befinden. Und das ist das, was heute noch jeder intuitiv spürt, wenn er der Parlamentarier angesichtig wird. Das sind Leute, die irgendwie bedeutend sind oder wenigstens bedeutend reinblicken, aber irgendwie sind sie doch was anderes als das Volk. Sie sind abgehoben und vielleicht wissen sie gar nicht mehr Bescheid, wie die Leute denken. Sie denken nur an sich und schieben sich üppige Diäten in die Taschen. Da ist viel Falsches daran, aber der richtige Kern ist, Parlamente und parlamentarische Macht hat mit Demokratie zunächst einmal nicht das Mindeste zu tun. Machtvolle Parlamente sind parlamentarische Oligarchien. Und selbst wenn ein Parlament eine demokratische Grundlage hat, funktioniert es immer noch oligarchisch. Das ist einer der Gründe, warum die derzeitige Bundeskanzlerin so ungern einer Minderheitsregierung vorstehen will. Gibt es nämlich eine starke Mehrheit,
dann können Mannschaften von oben nach unten geführt werden und die Oligarchie, bestehend aus dem Küchenkabinett des Regierungschefs, kann seine Entscheidungen über die Fraktionsführungen jederzeit in die Reihen der einfachen Abgeordneten durchstellen. Und wir haben tatsächlich lupenreine Oligarchie. Speziell ist das parlamentarische Regierungssystem ein sehr oligarchisches System, weil dort die führenden Parlamentarier ja auch die Regierungspositionen übernehmen. Zumindest war es so lange so, wie Parteien auch noch regieren wollten und nicht ihr ganzes Heil in der Opposition erkannten. Man kann Parlamente natürlich wählen, in periodischen freien Wahlen, mit dem Wiederwahlmechanismus also responsiv machen. Und dann können sie sehr mächtig werden, gestützt auf Zustimmungsbereitschaft der Bevölkerung. Ein Begriff, den es dafür gibt, der sich freilich nicht flächendeckend durchgesetzt hat, ist der Begriff der Gubernative. Das ist ein Parlament, welches das Geschäft des Gubernare verrichtet, was auf Englisch govern heißt, also ein regierendes Parlament. Die legislativen präsidentiellen Regierungssystemen, also gesetzgebende Körperschaften, die nicht die Regierung hervorbringen und die Regierung üblicherweise auch nicht absetzen können, sind ebenfalls sehr mächtige Parlamente und man kann sie natürlich auf demokratische Grundlage stellen. In Konkordanzdemokratien hat man schon noch eher Nachklänge des ständischen Systems. Selbst wenn die entsendenden Teile, wie in der Schweiz, wo sie Stände heißen, und man überall auch ein Ständemeer braucht, gar nicht mehr Stände heißen. Der Punkt ist einfach der, dass Sie ein Parlament, das etwa in einzelnen Regionen wie in der Schweiz oder in einzelnen Berufsgruppen stark verankert sind, ist und welches hier rückgekoppelt ist an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten, dass da durchaus viel Demokratie vorhanden ist, dass aber in einer Konkordanzdemokratie natürlich das Parlament als Institution insgesamt nicht so viel Macht entwickeln kann, wie etwa das Parlament eines parlamentarischen Regierungssystems, das die Regierung ja absetzen kann. Im Konkordanzsystem sind sämtliche Parteien an der Regierung beteiligt. Und so nicht richtig machtvoll sind auch Parlamente in semipräsidentiellen Regierungssystemen, insbesondere dann, wenn die Präsidialmehrheit und die Parlamentsmehrheit die gleiche sind, weil dann der Staatschef auch zum Anführer der Parlamentsmehrheit wird und diese sozusagen nach der oligarchischen Logik des parlamentarischen Regierungssystems funktioniert. Das, was hier rot unterlegt ist, das alles nennt sich demokratischer Parlamentarismus. Alle diese Parlamente beruhen auf dem Wiederwahlmechanismus. Manche sind sehr mächtig, manche sind nur halbmächtig. Aber ohnmächtig ist ein Parlament auf demokratischer Grundlage eigentlich niemals, weil ja Demokratie nicht funktioniert, wenn nicht Zivilgesellschaft selbst Macht ausüben kann und nicht in der Lage wäre, sich gegen politische Eliten zu verwahren. Das sind also Begriffe, mit denen man die weite Welt konkreter Parlamente ordnen kann. Und ich empfehle dringend, sie sich anzueignen, vielleicht am wenigsten den Begriff der Gubernative, aber alle anderen Begriffe sehr wohl. Und insbesondere empfehle ich dringend zu begreifen, was der Unterschied zwischen demokratischem Parlamentarismus, parlamentarischer Oligarchie und Minimalparlamentarismus ist. Ein Parlament, das wir nun verortet haben, in der ganzen Menge dessen, was als Parlament auftreten kann, gilt es nun zu verstehen. Und Parlamente versteht man nur, wenn man Folgendes begreift. Erstens, man muss sich klarmachen, Parlamente sind arbeitsteilige Organisationen. Sie praktizieren Arbeitsteilung und ohne Arbeitsteilung, wo man sich dann wechselseitig aufeinander verlässt und auch die Verlässlichkeit des anderen stets testet in der politischen Praxis, ohne Arbeitsteiligkeit wird kein Parlament machtvoll. Das Zweite, was man begreifen muss, ist, dass die Arbeit im Parlament, die Sacharbeit, auch die Führungsarbeit unter scharfer Beobachtung steht und unter strenger Leistungskontrolle. Öffentlichkeit guckt auf Parlamente und die politischen Gegner gucken erst recht darauf, was die anderen so treiben. Und die Allerschlimmsten finden sie in den Reihen ihrer eigenen Parlamentsfraktionen. Denn sie können Gift darauf nehmen, dass mindestens die Hälfte der eigenen Parlamentsfraktion glaubt, wesentlich qualifizierter zu sein als sie. Und selbstverständlich, wenn ich was werden will, muss ich unter meinen Kollegen, möglichst kollegial, aber möglichst klar zugleich, vor Augen führen, dass der Kollege, der jetzt die und die Stellung hat, die ich gerne hätte, die und die Fehler macht, die ich niemals begehen würde. Das heißt, der Wettbewerbsgedanke selbst, auch innerhalb der Fraktionen,
führt zu strikter wechselseitiger Leistungskontrolle. Und da ist es dann genauso wie bei Fußballmannschaften. Da kann man zwar auch sagen, wir sind alle solidarisch. Aber wenn einer aus dem Angriff partout seit Wochen kein Tor zustande kriegt und auf dem Platz nur so lahm vor sich hintrabt, dann wird man in aller Solidarität sagen, Freunde, es bringt nichts, wenn der mit aufläuft. Das ist kein Leistungsträger. An der Stelle brauchen wir einen, der wirklich einsatzfähig, einsatzwillig ist und auch Schussglück hat. Nicht anders ist es in der Politik. Eine Zeit lang werden zwar auch Leute mit verminderter Leistungsfähigkeit durchgeschleppt, aber nicht wirklich lange. Insbesondere dann nicht, wenn es um etwas geht, bei knappen Mehrheiten um Sieg oder Niederlage. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Man muss schon begreifen, dass es in Parlamenten um Wichtiges geht. Auch in Landtagen, die sich ja ab und zu mit Materien beschäftigen, deren weltbewegende Wichtigkeit einem nicht auf den ersten Blick deutlich wird. Aber selbst bei Nebensächlichkeiten wie beim Tennisspiel oder beim Fußballspiel merkt man doch, dass Sieg und Niederlage nicht unwichtig sind. Aufstieg oder Abstieg, werde ich etwas oder werde ich nichts? Einflussgewinn, hört man auf mich? Oder Machtverlust, hört man nicht mehr auf mich? Das ist in Parlamenten wichtig. Und das ist wichtig, sehr häufig auch ganz unabhängig von der konkreten Materie, die verhandelt wird. Bis hin zur Lage des Dienstzimmers kann das Ego daran hängen. Und das ist dann fast so schlimm wie an Universitäten, wo die Größe und Anzahl der Büros schon so manche kollegiale Beziehung vergiftet haben. Ferner vollzieht sich die parlamentarische Arbeit unter dem Druck von Wahlterminen. Es hat schon seinen guten Grund, warum unsere Politiker ständig uns in den Ohren liegen, man müsse die Wahlperiode verlängern. 4 Jahre reichten gar nicht aus. Erst wenn man 5 Jahre lang vom Wähler ungestört regiert, könne man brauchbare Gesetze machen. Auf Landesebene hat man die Leute inzwischen soweit. Fast alle deutschen Landesparlamente haben eine 5-jährige Wahlperiode. Ob sie deswegen besser funktionieren als das amerikanische Repräsentantenhaus, das eine 2-jährige Wahlperiode hat, bleibe dahingestellt. Aber wer immer nicht nur Parlamentarismus mag, wie ich, sondern auch Demokratie mag, wie ich, der sollte dafür sorgen, dass die Wahlperioden nicht zu lange werden. 4 Jahre sind für meinen Geschmack eine Obergrenze. Und auf 5, 6 oder mehr Jahre sollte man sie nicht einlassen. Vor Wahlterminen werden die Abgeordneten auf alle Fälle wesentlich handzahmer als danach, wenn sie gewählt sind. Und obendrein können Parlamentarier unter Druck stehen durch plebiszitäre Instrumente. Das Volk kann plötzlich einen Gesetzgebungsprozess auslösen oder, noch schlimmer für Abgeordnete, das Volk oder die Bevölkerung, um politisch korrekt zu sprechen, die Bevölkerung kann durch ein fakultatives, gesetzesaufhebendes Referendum der politischen Klasse zeigen, was sie wirklich nicht will. Und dreimal dürfen Sie sich fragen, warum denn insbesondere Abgeordnete, die in der Opposition sind, immer wieder für plebiszitäre Instrumente sind, dass aber sämtliche Wünsche, plebiszitäre Instrumente sollten eingeführt werden, sehr schnell verblassen, sobald man an der Regierung ist. Weil das Volk eben auch für ansonsten lupenreine Demokraten jener große Lümmel ist, der einem immer wieder in die Quere kommt. Ab und zu hat man den Eindruck, Parlamentariern und Spitzenpolitikern einer Demokratie wären jene Bürger am liebsten, die immer nur zu Jubelfeiern auf die Straße gingen, die gar nicht genau und gar nicht laut genug Bravo schreien können, wenn sie eines Politikers angesichtig werden und die einem nur noch auf den Keks gehen, wenn sie auch einmal mit Trillerpfeifen auftreten und zu erkennen geben, dass sie manches nicht wollen. Fußnote: Trillerpfeifen sind aber immer ein schlechter Geschmack, denn sie vergehen sich gegen das zweite Prinzip des Pluralismus und das besteht darin, gewaltfrei zu agieren. Wer aber lauter ist als andere, der beeinträchtigt das Argumentieren. Der wichtige Satz lautet immer noch, wer schreit, hat Unrecht und wer Trillerpfeifen bedient, erst recht. Zurück zum Hauptargument und schauen wir uns die nächste Rahmenbedingung parlamentarischer Arbeit an.
Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass Parlamentsarbeit von sehr vielen Rahmenbedingungen abhängt, die man vom Parlament aus nicht kontrollieren kann. Das Wirtschaftssystem hat eine Eigenlogik. Schauen Sie, man kann sich ein noch so schönes Regierungsprogramm verabreden, plötzlich kommt eine internationale Finanzkrise. Oder die Wirtschaft fängt an, Probleme zu haben. Sofort haben sie eine ganz andere politische Agenda. Das Mediensystem hat eine Eigenlogik. Sie können mit noch so wunderbaren Figuren in den Wahlkampf ziehen und nach der Wahl entdecken kritische Journalisten manche Dinge, die das Ansehen von Spitzenpolitikern beeinträchtigen. Schwuppdiwupp ist das Ansehen, ist der Einfluss, ist die Macht dahin und irgendwann tritt man zurück. Die öffentliche Meinung hat eine Eigendynamik. Zwar versucht die politische Klasse, und wir werden das in der letzten Stunde über das Mediensystem noch ausführlich behandeln, die politische Meinung schon mit zu beeinflussen durch Pressekonferenzen, PR-Arbeit und was so dazugehört. Spin-Doctoring hieß es zur Zeit von Tony Blair. Das geht in gewissen Grenzen gut, aber eben nicht immer. Und wenn auf internationaler Ebene sich etwas tut, etwa wenn Flüchtlingsströme zunehmen, dann schmeißt es die ganze innenpolitische Agenda durcheinander und hat zur Langfristfolge, dass manche 16-jährigen Kanzlerschaften vielleicht dann doch nicht 16 Jahre dauern, weil irgendwie das Ansehen und die politische Autorität aufgrund internationaler Entwicklung davor dahingeschwunden ist. Das heißt, wenn wir Parlamente begreifen wollen, müssen wir darauf achten, dass wir Institutionen betrachten, die auf das Engste mit vielen gesellschaftlichen Prozessen rückgekoppelt sind, weil das ja auch ihr Zweck ist, die Sie vom Parlament aus gar nicht beeinflussen können. Wie kann man trotzdem ein Parlament funktionstüchtig machen? Wie wird aus einer Menge von 200 oder von 500 oder von noch mehr Leuten, die es in einem Gebäude zusammenfinden, wie wird daraus eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich Macht entfalten kann? Macht entfaltet man, das wusste schon der gute alte Lenin und auch er war nicht der Erste, Macht entfaltet man durch Organisation. Macht entsteht durch organisierte Arbeitsteilung. Und tatsächlich macht man Parlamente dadurch funktionstüchtig, dass man Untergliederungen einführt. Das ist eine wichtige Faustregel, wenn man die Machtmöglichkeiten eines Parlaments anhand von wenigen Daten abschätzen will. Achten Sie darauf, wie viele Untergliederungen ein Parlament hat und wie häufig diese tagen. Wenig Untergliederungen verweist auf schwache Parlamente, wenige Tagungen verweist auf machtlose Parlamente. Man stelle sich oder man erinnere sich oder man lese nach, wie oft die Volkskammer der DDR getagt hat, welche Untergliederungen sie hatte. Und man mache sich klar, dass die Volkskammer gar keine Räumlichkeiten hatte, in der Fraktionen tagen konnten. Oder mehrere Ausschüsse oder Arbeitsgruppen von Fraktionen gleichzeitig. Wenn man aber ein Parlament, eine Horde von 300, 200, 600 Leuten in Untergruppen aufteilt, in Teilgremien, die gesonderte Arbeiten zu verrichten haben, dann muss man die so entstandenen Einzelgremien natürlich wieder zusammenfügen. Einzelne Räder, die vor sich hinkreisen, treiben noch kein Räderwerk an. Man muss dafür sorgen, dass die Räder ineinander greifen. Und das ist immer die Aufgabe von überwölbenden Steuerungsstrukturen. Die heißen in verschiedenen Parlamenten verschieden, aber sie erfüllen immer die gleiche Leistung, nämlich die Untergliederung eines Parlaments und den Arbeitstag so zusammenzufügen, dass insgesamt das Parlament Macht entwickeln kann. Wie sichert man überhaupt in einem Parlament die Macht von Leuten, die was Ähnliches wollen? Manche Leute stellen sich ja Repräsentation vor. Es ist ein Gebiet in lauter Teilgebiete aufgegliedert. In jedem Teilgebiet wählt man einen Abgeordneten. Der bekommt ein imperatives Mandat. Dem wird gesagt, was er im Parlament zu tun hat. Und wenn er was anderes tun will, muss er erst nach Hause reisen und sich dort ein neues Mandat beschaffen. So kann man es machen. So machten es, ich erzählte schon in der letzten Stunde, die Franzosen im späten Mittelalter mit ihren Ständeversammlungen. Die Folge war, dass man im Parlament nie hier und jetzt notwendige Absprachen gegen die Krone treffen konnte. Das Alternativmodell habe ich Ihnen in der letzten Stunde auch schon benannt und ich wiederhole das, weil es so wichtig ist. Edmund Burke hat den klassischen Text dazu verfasst.
Da ist der Leitgedanke der, wir Abgeordnete sind nicht die Botschafter von miteinander verfeindeten Staaten, sondern wir gemeinsam sind dem gemeinsamen Staatswesen verpflichtet. Wir sind dem Gemeinwohl unseres gemeinsamen Staatswesens verpflichtet. Weil aber über das Gemeinwohl verschiedene Leute verschiedene Ansichten haben, ist es kein Wunder, dass wir im Parlament, obwohl wir in verschiedenen Wahlkreisen gewählt sind, auch verschiedene Meinungen haben, aber nicht die Meinung des Wahlkreises A, B, C, D, sondern eher eine liberale, eher eine konservative, eher eine monarchistische, eher eine revolutionäre politische Grundmeinung. Und weil wir anhand von unseren politischen Grundmeinungen uns darüber streiten, was denn im Sinn des Gemeinwohls getan werden sollte, müssen wir in der Lage sein, uns gemäß unseren politischen Prioritäten im Parlament zu organisieren. Das heißt, liberale Abgeordnete müssen sich mit Liberalen zusammentun können, monarchistische mit Monarchisten, Revolutionäre mit Revolutionären und so weiter und so fort. Edmund Burke machte den Punkt, dass genau deswegen Abgeordnete ein freies Mandat haben müssten. Sie schulden den Wählern ihren Verstand, ihre Arbeitskraft, ihre Redlichkeit. Sie sind aber nicht gehalten, als Marionetten ihrer Wähler zu agieren. Sie selbst entscheiden, was sie für richtig halten, legen freilich in periodischen Abständen vor den Wählern Rechenschaft ab und wenn der Wiederwahlmechanismus installiert ist, kann das den politischen Kopf kosten. Also halten wir fest, das freie Mandat ist zu keinem anderen Zweck entstanden und propagiert worden als dem, dass sich Abgeordnete in politischen Kampfgemeinschaften zusammenfinden können. Und das heißt, ausgedeutscht, Fraktionsdisziplin und freies Mandat sind kein Widerspruch, sondern das freie Mandat wurde erfunden, damit man freiwillig Disziplin in Fraktionen üben kann. So etwas nennt sich im Übrigen Dialektik. Zwei Dinge, die der naive Mensch als Widersprüche auffasst, wirken tatsächlich zusammen und erzeugen auf diese Weise etwas Neues. Noch einmal. So wie Demokratie und Repräsentation zwei verschiedene Dinge sind, die aber sehr wirkungsvoll zusammengekoppelt werden können, sind freies Mandat und Fraktionsdisziplin kein Widerspruch, sondern Dinge, die zwar nicht dasselbe sind, aber miteinander verkoppelt werden können. Und tatsächlich hat man die Handlungsfähigkeit der politischen Gruppierungen eben genau durch solche Zusammenschlüsse in Fraktionen oder wie es in Österreich heute noch heißt, in Parlamentsclubs organisiert. Jetzt haben wir im Parlament politische Gruppierungen, Fraktionen, Clubs, wie auch immer, die machen intern ihre Willensbildung. Die Roten unter Roten, die Grünen unter Grünen, die Schwarzen unter Schwarzen. Insgesamt sind sie das Parlament und haben bestimmte Politikfelder zu bearbeiten, Sport, Äußeres, Finanzen und so weiter. Folglich besteht nun die Aufgabe darin, die Willensbildung in den einzelnen parlamentarischen Gruppierungen, den Clubs, den Fraktionen zu verschränken, mit der Willensbildung auf Parlamentsebene, mit der Willensbildung in jenen Gremien, in denen die Sachberatungen oder die themenbezogenen Beratungen vollzogen werden. Und dafür braucht es auch entsprechende Regularien, die man dann auch in der Praxis umsetzen muss, wenn das Parlament funktionieren soll. Das alles vorausgeschickt haben, können wir uns nun schematisch ansehen, wie Parlamente aufgebaut sind. Die Details variieren von Staat zu Staat, die Begriffe ohnehin. Ich verwende hier die vertrauten Begriffe aus Deutschland, aber wer ein wenig über französischen, amerikanischen, britischen, dänischen, österreichischen Parlamentarismus sich beliest, der hat schnell die entsprechenden anderen Bezeichnungen drauf und versteht, dass im Grunde doch alles gleich funktioniert. Ein Parlament hat zunächst einmal sein Plenum, wo alle Abgeordneten zusammenkommen, unter demokratischen Bedingungen, mit verschiedenen politischen Überzeugungen, die sich dann eben in ihren Clubs, in ihren Fraktionen, je nach politischen Überzeugungen zusammenschließen. Das nennen sich dann die Fraktionen und ein modernes demokratisches Parlament ist das, was meine Kollegin Susanne Schüttemeier, Chefredakteurin der Zeitschrift für Parlamentsfragen, die allen zur Lektüre immer wieder ans Herz gelegt sei, weil es wohl die beste deutsche politikwissenschaftliche Zeitschrift überhaupt ist. Susanne Schüttemeier nennt das ein Fraktionenparlament und das trifft die Sache wirklich gut.
Was haben wir sonst noch? Wir haben die Ausschüsse des Parlaments für Verteidigung, Wirtschaft, Finanzen, Inneres und so weiter. Ausschüsse in Parlamenten sind eigentlich überall verkleinerte Abbilder des Plenums. Wie stark die Proportionalität da gewahrt wird, steht auf einem anderen Blatt. Es gibt politische Systeme wie das unsere, wo Proportionalität das oberste Credo im Parlament ist. Es gibt andere, etwa im angelsächsischen Einflussbereich, die funktionieren nach dem Prinzip Winner takes all. Bei uns in Deutschland etwa werden auch die Vorsitze in den Parlamentsausschüssen proportional zu den Fraktionsstärken vergeben. In Frankreich, in anderen Staaten ist es klar, die stärkste Partei führt überall den Vorsitz. Das sind Varietäten, die sich aus historischen Gründen ergeben. Da haben wir also die Ausschüsse. Und damit das Ganze gut zusammenwirkt, dieses Räderwerk, braucht es Steuerungsstrukturen. Die heißen dann Ältestenrat oder Konferenz der Fraktionsführer, wie auch immer. Gesteuert wird die Parlamentsarbeit von den Steuerungsstrukturen, Ältestenräten, Parlamentspräsidien und so weiter, nämlich die Tätigkeit der Ausschüsse und die Tätigkeit des Plenums. Und von unten her wird alles, was sich in diesem Räderwerk tut, politisch geprägt und insbesondere von den Fraktionen her. Die Fraktionen prägen die Besetzung der Steuerungsstrukturen. Sie stellen auch das Personal, etwa in Gestalt der parlamentarischen Geschäftsführer. Und natürlich sind es die Fraktionen, welche die Plenardebatten vorbereiten. Nur ein kleines Kind kann auf die Idee kommen, dass eine Plenardebatte sich so vollzieht. Man schaut auf die Uhr, aha, 8:45, um 9 soll ich im Plenarsaal sein. Ach, gehen wir mal hin. Ach, wer ist denn heute da? Was tun wir denn heute überhaupt? Ja, hören wir mal zu, was der erste Redner sagt und dann schauen wir mal, wie der Tag weitergeht. Es sind sämtliche Plenardebatten von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen inszeniert. Die Themen sind klar, die Redezeiten sind klar, die Redner sind klar, die Beschlüsse sind klar, die gefällt werden. Es sind die Fraktionen, die in wechselseitigen Absprachen die Inszenierung einer Plenardebatte erledigen. Das alles vorausgeschickt habend, müssen wir nun ins Detail gehen. Plenum eines Parlaments, das ist überall der Ort der gesamtstaatlich verbindlichen Abstimmungen und Wahlen. Das vollzieht sich dort in verschiedenen Prozeduren. Es ist das Plenum eines Parlaments, jene Arena, in der die für die Öffentlichkeit bestimmte politische Konfrontation zwischen den politisch unterschiedliches wollenden Fraktionen ausgetragen wird oder zwischen Minderheit und Mehrheit, Regierungsmehrheit und Opposition ausgetragen wird. Also, wenn jemand entdeckt, ja um Gottes Willen, im Parlament streiten die ständig. Tja, das ist ungefähr so intelligent, wie wenn man sagt, hey, in der Oper ist es ja ganz stille, bevor es losgeht. Und anschließend ist dauernd Musik. Was wollen die eigentlich, Stille oder Musik? Ja, natürlich, die Musik ist der Zweck, dass es laut ist. Und Parlamente sind dafür da, dass gestritten wird. Und dass der Streit freilich wie die Pause in der Oper beigelegt wird durch Entscheidungen. Wenn jemand auf die Idee kommt, im Parlament reden die ja gar nicht zueinander, sondern beim Fenster heraus. Oder sie geben Reden zu Protokoll und tun so, als hätte man sie gehalten, dann ist es auch genauso intelligent, wie auf die Idee zu kommen, im Bordell gehe es um Sex. Das ist der Zweck eines Bordells. Und der Zweck eines Parlamentsplenums ist, dass man das, was man sagt, in die Öffentlichkeit transportiert bekommt. Achtung, an der Stelle gibt es einen Strukturwandel. Die frühen Parlamente schlossen die Öffentlichkeit aus, weil sie war gefährlich. Wir sind in vordemokratischen Zeiten. In der Französischen Revolution fängt es an, dass die Öffentlichkeit bei Parlamentsdebatten dabei sein darf. In England sind die Zugangsmöglichkeiten immer noch begrenzt vom Verfassungsbrauch her. Und das kam zum letzten Mal wohl im Zweiten Weltkrieg vor. Kann ein Abgeordneter rufen, I spy strangers. Ich sehe irgendwelche Fremden, die uns da zuhören. Woraufhin der Sitzungspräsident diese Fremden des Saals verweisen kann. Und in Deutschland hatte der Bundestag noch in den späten 50er Jahren große Probleme damit, seine Debatten über Rundfunk und später über Fernsehen übertragen zu lassen. Weil ja sozusagen füreinander bestimmt sei, was man dort erwägen würde. Sie merken an dieser Stelle, was Strukturwandel der Öffentlichkeit meint. Öffentlichkeit der Politik sind früher die Eingeweihten ins politische Geschehen. Unter demokratischen Bedingungen ist es die gesamte Bürgerschaft. Und es ist schön, dass man heute Parlamentsdebatten in der Regel als Livestream in gleich welchen Medien auch sehen kann.
Also, Parlamentsplena sind die Stätten, in der zu streiten ist, und zwar nicht untereinander. Untereinander weiß man längst, was man glaubt, wo man nicht einander wechselseitig überzeugt, sondern vor der Öffentlichkeit zu erkennen gibt, wofür man steht. Das ist auch der Grund dieser ganzen Possenreißerei und Pointensucht, die gute Debattenredner im Parlament praktizieren. Denn wenn sie irgendeine Pointe machen, die nett ist, oder irgendeine Invektive starten, also eine Beschimpfung starten, steigen ihre Chancen, in der Fernsehberichterstattung vorzukommen. Und wenn sie einen, der als Bösewicht ausgemacht worden ist, dadurch treffen, sind sie sogar noch ein Ritter von wahrhaftig edler Gestalt. Sie dürfen sich bloß nicht im Ton vergreifen. Denn Parlamente sind auch, was Winfried Stefani, einer der Gründerväter der deutschen Parlamentarismusforschung, einmal geschrieben hat, Parlamente sind auch der Resonanzboden des öffentlich Zumutbaren. Im Parlament zeigt sich, was geht und was nicht geht. Grenzen des Sagbaren, Grenzen dessen, was wirklich politisch nicht mehr korrekt ist. Sie werden im Parlament gezogen, unter Beweis gestellt, verteidigt oder verändert. Hier sind wir schon bei den symbolischen Funktionen von Parlamenten. Und indem auch noch gesagt wird, dass Parlamente die Städte symbolischer Akte sind, wird das besonders deutlich. An Tagen, wo es nationale Katastrophen gibt, macht man im Parlament einen Gedenkakt. Man gedenkt etwa des Holocaust im Parlament. Und es war keine gute Idee, dass der Deutsche Bundestag bei dem Anschlag in Berlin heute vor einem Jahr auf eine wenigstens 10-minütige Gedenkveranstaltung für die Opfer dieses Anschlages verzichtet hat. Oder wenn Staatsgäste kommen, die man schmeicheln oder streicheln will, dann dürfen die auch im Plenum des Parlaments sprechen. Also die symbolische Funktion von Parlamenten ist nie zu unterschätzen. Das, was das Parlament nur im Ausnahmefall ist, ist genau das, was manche Leute, sei es, weil es sie nicht besser wissen oder weil sie sich klug machen wollen, ohne es zu sein, als die eigentliche Funktion des Plenarsaals auffassen. Nämlich, der Plenarsaal sei eine Stätte der offenen Willensbildung. Der Plenarsaal ist sowas wie ein Hörsaal, da steht der Lehrer am Pult und erzählt den Kindern, was sie begreifen sollen. Und die Anwesenden lassen sich durch den Redner vorne in ihren Ansichten läutern und verändern. Das ist nicht der Zweck des Plenums. Aber in Ausnahmefällen, wenn die normale parlamentarische Willensbildung nicht funktioniert, dann kann das Plenum zu einer solchen Stätte werden, etwa als der Deutsche Bundestag darüber stritt, ob der Bundestag seinen ständigen Sitz in Bonn beibehalten oder nach Berlin verlegen sollte. Da ging quer durch die Fraktionen die Meinung durcheinander, man konnte sich nicht wie üblich davor in den Fraktionen einigen. Und in solchen Situationen, wo man gleichwohl eine Entscheidung treffen muss, ohne sich zuvor geeinigt zu haben, da kann das Plenum wirklich spannend werden. Das heißt dann Sternstunde des Parlamentarismus, und ab und zu sind es auch welche. Aber das ist wie so im richtigen Leben. Das richtige Leben besteht auch nicht aus einer Sternstunde nach der anderen. Und so ist es mit Parlamentsdebatten. Die meisten bestehen aus Auftragskommunikation, sind gähnend langweilig und werden deswegen auch nur von jenen besucht, die dabei sein müssen. Weil nämlich ihr Gesetzentwurf verhandelt wird und weil die Mehrheitsverhältnisse der Koalition im Plenum wiedergespiegelt zu werden haben. So viel zum Plenum. Gibt es zum Plenum noch was nachzufragen? Wenn es nicht der Fall ist, schauen wir auf die Fraktionen. Fraktionen, Clubs, sind genauso arbeitsteilig wie ein Parlament insgesamt. Es gibt die Fraktionsvollversammlung. Die Fraktionsvollversammlung wählt die Amtsträger der Fraktion, den Vorstand, wie immer er heißt. Die Modalitäten können verschieden sein. In manchen Staaten wählt man den, wenn das Parlament zusammengetreten ist, und im Jahr drauf nochmal, um zu bestätigen oder um abzuwählen, wenn man einen sozusagen nicht leistungstüchtigen aus Versehen gewählt hat. In Deutschland wählt man in der Mitte der Wahlperiode, sodass der Wiederwahlmechanismus auf Abgeordnete, die was sein und werden wollen, gleich zweimal wirkt. Am Wahltag und bei den Wahlen in den Fraktionen zu Beginn und zur Hälfte der Legislaturperiode. In den Fraktionen finden sich dann die Abgeordneten zusammen nach verschiedenen Gesichtspunkten. Nach regionalen Gesichtspunkten im Bundestag haben sie die Abgeordneten aus NRW, also pro Fraktion natürlich, die
SPD-Abgeordneten aus NRW, die SPD-Abgeordneten aus Hessen und so weiter und bei den Schwarzen genauso in den regionalen Gruppen. Dann gibt es die sozialen Gruppen, die Arbeitnehmer, die Frauen, die jungen Abgeordneten, diejenigen, die für Wirtschaft was auf die Reihe bringen wollen, jene, die für Landwirtschaft zuständig sind, die von der Küste, die mit maritimen Dingen zu tun haben. Sie treffen sich in Untergruppen, die dann schon durch bleibende Gesichtspunkte geprägt sind. Das sind die, mit einem falschen Begriff bezeichnet, soziologischen Gruppierungen im Deutschen Bundestag. Der Begriff ist natürlich falsch, aber es ist der Begriff, den die deutschen Abgeordneten und Parlamentsjournalisten verwenden. Und diese regionalen und sozialen und politischen Gruppierungen in den Fraktionen sind das Gegenstück zu dem, was die Fraktionen im Parlament insgesamt sind. Das sind die Entscheidungsknoten. Das sind die Zirkel, in denen Fraktionspolitik gemacht wird. Da wird ausgeschnapst, wer in den Fraktionsvorstand soll. Da wird ausgeschnapst, wie denn die Arbeit in den Fraktionen genau organisiert ist und wer wofür zuständig ist. Das bringt uns jetzt zu den Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppen der Fraktionen sind das Seitenstück zu den Ausschüssen im Bundestag. Denn sie werden eingerichtet spiegelbildlich zu den Parlamentsausschüssen. Idealerweise gibt es für jeden Parlamentsausschuss eine Arbeitsgruppe in jeder Parlamentsfraktion. Wenn eine Fraktion sehr klein ist, geht das nicht. Dann sind einzelne Arbeitsgruppen für die Zuständigkeitsbereiche von 3 oder 4 Ausschüssen verantwortlich. Diese Arbeitsgruppen, unter welchem Namen sie auch immer auftreten, kann auch Arbeitskreis heißen und in anderen Staaten heißen sie ohnehin anders, diese Arbeitsgruppen sind die zentrale Stätte der parlamentarischen Arbeit. Wann immer Sie im Nebenberuf Gruppen von Leuten durch Parlamente führen oder wann immer Sie im Urlaub ein Parlament besichtigen und einer Führung teilhaftig werden, begehen Sie nie den Fehler, sei es Folgendes zu sagen oder Folgendes zu glauben. Doppelpunkt. Die Gruppe betritt den Plenarsaal und der Anführer sagt, und jetzt kommt der Höhepunkt unserer Führung. Wir betreten das Allerheiligste dieses Landes, dieser Demokratie, dieses Parlaments, den Plenarsaal. Plenarsäle können zwar nett und hübsch sein, aber sie sind nicht die zentralen Stätten, wo parlamentarische Arbeit getan wird. Es kann ja sein, dass jemand sagt, nee, und jetzt schauen wir uns die Fraktionssitzungssäle an oder mindestens einen. Dort findet die zentrale politische Arbeit statt. Das ist schon eher wahr. Aber Fraktionsvollversammlungen sind wie die Plenarsitzungen im Bundestag oder im Parlament insgesamt. Der Führer könnte sagen, der Anführer, der Reiseführer, der Parlamentserklärer könnte sagen, wir gehen in die Sitzungssäle von Ausschüssen, denn dort vollzieht sich die Sacharbeit. Das ist nicht verkehrt, ist von Land zu Land verschieden. Bei uns wird in den Ausschüssen noch relativ viel Sacharbeit gemacht. Aber die wirklich heißen Räume, wo sich das Heiße am Parlament vollzieht, das sind die Räume, in denen die Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise der Fraktionen tagen. Denn dort wird tatsächlich der Wille der Fraktionen gebildet, arbeitsteilig. Denn am Schluss muss die Fraktion sich positionieren. Und wo sie sich positioniert, das wird in den Arbeitsgruppen festgelegt. Dort wird sämtliche Ausschusstätigkeit vom Parlament dann vorbereitet. Wenn Sie ein Parlament mit unbedeutenden Ausschüssen haben, tut sich da natürlich auch nichts. Die Volkskammer hatte gar keine solchen Arbeitskreise, weil sie sie schlechterdings nicht brauchte, weil keine Arbeit für sie zu tun war. Dort, wo Parlamente mächtig sind, sind diese Arbeitsgruppen, wie auch immer benannt, zentral für die Ausschusstätigkeit. Dort werden sämtliche Beschlüsse der Fraktionsvollversammlung vorbereitet, sowie ein Plenum in der Regel auf der Grundlage von Ausschussvorschlägen entscheidet eine Fraktionsvollversammlung in der Regel auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen ihrer Arbeitskreise. Dort ist auch die Stätte der wirksamen Regierungskontrolle. Im parlamentarischen Regierungssystem sind es insbesondere die Arbeitskreise der regierungstragenden Fraktionen, wo die Regierung kontrolliert wird. Denn es sind ja die eigenen Leute, die man hier kontrolliert. Erstens, weil ich eh glaube, ich wäre der bessere Innenminister als der Agierende. Und ich bin Vorsitzender der innenpolitischen Arbeitsgruppe meiner Parlamentsfraktion. Ich schaue dem Minister dringend auf die Pfoten, um jedes Zeichen von Schwäche zu entdecken und meinen Kollegen mitzuteilen, damit bei der nächsten Regierungsbildung ich Innenminister werde. Aber es gibt noch einen wichtigeren Grund.
Das, was meine Regierung, die ich als Abgeordneter mittrage, tut, das wird ja spätestens im nächsten Wahlkampf auf mich zurückfallen. Dort, wo meine Leute politische Fehler gemacht haben, werde ich das im schlimmsten Fall durch den Verlust meines Wahlkreises und meines Mandats zu ertragen und auszubaden haben. Wenn ich also nicht will, dass die Opposition leichtes Spiel hat, wenn ich also nicht will, dass die Opposition uns jagt, dann muss ich dafür sorgen, dass es keinen Grund gibt, uns zu jagen, dass wir keine Fehler machen oder dass wir von dem, wovon die Opposition glaubt, es sei ein Fehler, zeigen können, das ist gar kein Fehler, die Opposition ist bloß zu blöd zu begreifen, wie genial wir sind. Sie können sich keine angemessen scharfe Vorstellung von diesem Leistungsdruck machen. Und Regierungsmitglieder, die nicht in die Arbeitsgruppen kommen, die gelten schnell als arrogant und werden bei jeder Krise im Regen stehen und irgendwann durchnässt aufgeben müssen. Wenn Sie das alles gut nachvollzogen haben, leuchtet sofort ein, dass die Arbeitsgruppen und Arbeitskreise von Parlamentsfraktionen die zentrale Ausbildungsstätte für den politischen Führungsnachwuchs sind und auch die zentrale Auslesestätte. Im Arbeitskreis erweist sich ziemlich schnell, wer politisch was drauf hat. Also von den Dingen etwas versteht und zugleich Kommunikationsprozesse organisieren und Mehrheiten gewinnen kann. Solche Leute sind selten. Und wenn man sie entdeckt hat, ist man ziemlich froh und fördert sie. Es sei denn, sie werden zu eigenen Rivalen. Dann muss man sie wegbeißen. Das sind also die Arbeitsgruppen der Fraktionen. Die Arbeitsgruppen müssen jetzt irgendwie mit der Tätigkeit des Fraktionsvorstandes rückgekoppelt werden. Eine übliche Möglichkeit besteht darin, dass man einen engeren und einen erweiterten Fraktionsvorstand hat und dass die Häuptlinge der parlamentarischen Arbeitsgruppe von Amts wegen Mitglieder im erweiterten Fraktionsvorstand sind. Der tagt jede Woche. Infolgedessen lässt sich alles, was in den einzelnen Arbeitsgruppen an Willensbildung sich tut, gleich im Fraktionsvorstand miteinander abgleichen und dort zum Vorschlag einer gemeinsamen politischen Linie machen. Wenn dann eine Arbeitsgruppe einen Politikvorschlag verändern muss, damit er zur Politik der anderen Arbeitsgruppen passt, kann das gleich im Vorstand beschlossen und besprochen werden, kann dann in den Arbeitsgruppen durchgestellt und umgesetzt werden, sodass die Vorschläge der Arbeitsgruppen in den Fraktionsvollversammlungen dann gleich in sich abgestimmt sind, sodass die Fraktionsvollversammlung vom Vorstand hört, die hier 4 zu beteiligenden Ausschüsse bzw. Arbeitsgruppen meinen, dass Folgendes eine für unsere Fraktion perfekte Position wäre. Das hören wir Abgeordneten gerne, denn dann dauert die Sitzung nicht so entsetzlich lange. Ja, dass die sozialen Gruppierungen auch Sitz und Stimme in erweiterten Fraktionsvorständen hat, das leuchtet ein. Von oben aus wird hier Führung ausgeübt, also Wille gebildet, erklärt, argumentiert, wie wir es bei der Behandlung von der Repräsentation besprochen haben. Von unten her wird gewählt und dann schlägt eben der Wiederwahlmechanismus zu. Fraktionszwang, eine der größten deutschen Legenden. Es glauben seit Jahrzehnten ungefähr 60% der Deutschen, dass die Fraktionen deswegen einheitlich abstimmen, weil die Fraktionsführung den Fraktionszwang verhängt. Und das heißt, jeder muss so abstimmen, wie der Fraktionsvorsitzende es will. Das ist ungefähr so richtig wie die Tatsache, dass sich die Sonne um die Erde bewegt. Auch das kann man intensiv glauben. Oder dass von diesen ganzen Chemtrails am Himmel irgendwelche Gifte auf die Erde herabsprühen. Auch das glauben einige simpel. Und so glauben einige simpel auch an Fraktionszwang. Wann immer Sie in die Neigung kommen, diesen Unsinn zu glauben, stellen Sie sich bitte die Frage, was hält denn eine Fußballmannschaft zusammen, sodass man auf dem Platz die taktischen Positionen beibehält, die einem der Trainer zugewiesen hat? Oder was hält ein Team von Profi-Radfahrern zusammen, sodass die einen als Wasserträger der anderen fungieren, dass manche die Löcher zufahren müssen zwischen einzelnen Teilen eines Feldes, dass man im schlimmsten Fall sein eigenes Rad dem gerade gestürzten und sein Rad beschädigt habenden Teamchef gibt und selber folglich auf Punkte und Ehren verzichtet? Was hält die zusammen? Ist es Mannschaftszwang? Verhängt unser Bundesjogi über die Nationalmannschaft im Fußball den Mannschaftszwang? Und dann muss der und der Verteidiger spielen und der Angreifer?
Oder ist es Disziplin, dass man begreift, nur wenn man gemeinsam ist, wenn der eine für den anderen einspringt, die Fehler des anderen ausbügelt, nur dann wird man die Chance haben, Tore gegen einen zu vermeiden und selbst zu schießen? Oder ist es Solidarität? Aber ist Solidarität vielleicht auch eher nur ein Gefühl? Weil Disziplin ist schon was wesentlich Härteres. Die übt man auch mit Leuten, mit denen man eigentlich gar nicht solidarisch sein will, weil man merkt, dass die Siegesprämie ihm dann doch nur dann winkt, wenn wir auch mit Stinkstiefeln zusammenarbeiten. So, und wenn Sie sich das vorgelegt haben, können Sie sich dann wirklich fragen, was hält im parlamentarischen Regierungssystem wohl eine Fraktion zusammen? Ist es Zwang, Disziplin oder Solidarität? Und wenn Sie darüber nachgedacht haben, können Sie die nächste Folie ansehen, wie entsteht Fraktionsdisziplin, denn sie entsteht sogar dort, wo es sie eigentlich gar nicht bräuchte. Es gibt schöne Untersuchungen zum englischen Oberhaus, als es noch aus echten Lords bestand. Und die heutigen Gewählten unterliegen auch nicht dem Wiederwahlmechanismus. Einmal drinnen, immer drinnen. Selbst im englischen Oberhaus stellte man fest, dass die Lords, je nachdem, ob sie von den Konservativen, den Liberalen oder den Sozialisten sind, in der Regel geschlossen abstimmen, obwohl keiner über sie Druck ausüben kann. Also mit Druckausübung, Mandatsentzug und so weiter erklärt man das nicht. Das Erste, warum Fraktionsdisziplin entsteht, ist einfach die parlamentarische Arbeitsteilung. Man kriegt raus, auf wen man sich verlassen kann. Und weil nicht jeder von allem etwas versteht, ich zum Beispiel nichts von Verteidigungspolitik, verlasse ich mich auf den Kollegen, der die Verteidigungspolitik so drauf hat, dass er den Kollegen von der Opposition bei jeder Plenardebatte nach Strich und Faden zerlegt. Ich verlasse mich auf ihn. Warum soll ich jetzt was anderes machen? Dann ist in freiheitlichen Parlamenten die Arbeit so organisiert, dass jeder Abgeordnete jederzeit die Möglichkeit hat, interne Einflussnahme in den Arbeitsgruppen, in der Fraktionsvollversammlung, sodass dann irgendwann die Regel gilt, ja, wenn du den Mund nicht aufmachst, solange das Eisen geschmiedet wird, dann beschwer dich nicht nachher, wenn das Eisen auf eine bestimmte Weise geschmiedet wurde und es dir nicht gefällt. Du hättest da mitmachen können. Und das lernt man ziemlich schnell. Es gibt ein innerfraktionelles Geben und Nehmen, wie Politik, insbesondere unter freiheitlichen Bedingungen, immer ein Kuhhandel ist. Ich gebe danach und du gibst mir dort nach. Jene, die noch gebildet über Politik reden wollen, sprechen hier vom Quid pro Quo-Mechanismus. Ich gebe dir etwas für etwas. Quid pro quo. Man kann auch vom Kuhhandel sprechen oder vom levantinischen Teppichhandel. Üblicherweise wird in Fraktionen, das ist der nächste Punkt, die Debatte so lange fortgesetzt, bis es entweder Konsens gibt oder eine klare Mehrheitsmeinung. So lange wird diskutiert, bis klar ist, was die allermeisten wollen. Falls kein Konsens sich einstellt, und man es nicht damit bewenden lassen will, dass der Fraktionsvorsitzende sagt, mir scheint ja, dass die Mehrheit Folgendes will. Wenn es also darauf ankommt, festzustellen, was wirklich die Mehrheit will, wenn es auch knapp wird, dann findet in Fraktionen eine Abstimmung statt. Und zwar mit der Erwartung, dass es die Minderheit genauso hält, wie im Parlament es die Minderheit hält. Wenn ich als Opposition überstimmt werde bei einem Gesetzesbeschluss, kann ich als Opposition auch schlecht sagen, für uns gilt das Gesetz nicht, denn wir haben nicht zugestimmt. Wir müssen uns als Opposition an jene Gesetze halten, die wir mitgetragen haben. Keiner kommt auf die Idee, dass das eine vernünftige Haltung wäre. Und genauso verfährt man innerhalb von Fraktionen. Man erwartet, dass die Minderheit, nachdem sie die Möglichkeit hatte, ihre Sichtweisen vorzutragen, aber gleichwohl in der Minderheit geblieben ist, dasjenige als gemeinsame Linie akzeptiert, was die Mehrheit will. Falls ein unterlegener Abgeordneter oder eine Gruppe Letzteres, nämlich das Befolgen des Mehrheitsbeschlusses, für inakzeptabel hält, weil man den Beschluss einfach für falsch hält oder sagt, mein Gott, das kann ich nicht mit meinen inneren Vorstellungen vereinbaren, gibt es in sämtlichen Fraktionen und Parlamenten klare Spielregeln dafür, wie man mit diesem Dissens umgeht. Die Faustregel lautet, mache niemanden auf den Dissens aufmerksam. Halt die Klappe. Geh nicht zur Abstimmung, melde dich an diesem Tag krank, sei bei der Abstimmung nicht da. Oder mach es irgendwie so, dass möglichst wenige Leute das merken. Faustregel Nummer 2, was nicht geht, was unweigerlich mit politischem Liebes- und Achtungsentzug,
bestraft wird, ist, wenn sich einer hinstellt und sagt, alle anderen aus meiner Fraktion sind dumm und gemein. Ich aber habe Recht. Ich habe ein Gewissen, die ganzen anderen nicht. Deswegen stimme ich gegen meine Fraktion, denn ich bin der eine Gerechte unter 100 bösen Hundern. Das geht nicht. Ich als Opposition werde mich natürlich bemühen, genau diesen Spaltpilz in die konkurrierenden Fraktionen hineinzutragen. Ich werde dann nicht müde werden zu sagen, schau doch an, der und der Abgeordnete, die doch alle ganz toll und gut sind, die stimmen gegen euer Gesetz. Da muss doch was falsch sein mit dem Gesetz. Na, ich jetzt als dissentierender Abgeordneter fühle ich mich natürlich gebauchpinselt, aber an dieser Stelle muss ich mir klar machen, was ist mir wichtiger, mein Team oder mein Ego. Und Abgeordnete, die in der Regel nach ihrem Ego gehen und nicht nach ihrem Team, die werden es in der Regel nicht allzu weit bringen. Am weitesten bringt man es als Egoist, der kooperiert. Das ist im Übrigen die schönste Definition eines Egoisten. Der wahre Egoist kooperiert. Genauso wie der wahre Konservative ein Reformer ist. Wir sind wieder im Bereich der Dialektik. So, und nur wenige Entscheidungen sind Gewissensfragen, wo man sagen könnte, ich kann am jüngsten Gericht meinem Schöpfer nicht ins Gesicht schauen, wenn ich für den Bau dieses Tunnels gestimmt habe. Oder wenn ich durch diesen Brückenbau die Auslöschung einer seltenen Krötenspezies bewirkt habe. Die wenigsten Abstimmungen sind in dieser Preislage. Wovon hängt ab, wie wichtig Fraktionen sind? Die Bedeutung von Fraktionen ist groß im parlamentarischen Regierungssystem, denn dort stehen sich Regierungsmehrheit und Opposition konkurrierend gegenüber. Dort ist Politik eine Mannschaftssportart und Fraktionen sind eben die Mannschaften, die konkurrieren. In präsidentiellen Regierungssystemen sind die Fraktionen nicht ganz so wichtig. Es braucht im Grunde keine konkurrierenden Mannschaften. Wir sehen aber im politischen System der USA seit ungefähr 25 Jahren, dass die Ideologisierung des dortigen politischen Treibens immer größer wird und dass vielfach sich schon verhalten wird wie in einem parlamentarischen Regierungssystem. Man unterstützt seinen Präsidenten oder man bekämpft den Präsidenten der gegnerischen politischen Partei. Ob das für den Betriebsmodus eines präsidentiellen Regierungssystems wirklich heilsam ist, das kann man als Beobachter füglich bezweifeln. Das amerikanische Experiment ist noch nicht vorbei. So, und in Minimalparlamenten sind Fraktionen eh unwichtig, denn wo ein Parlament sowieso nichts zu sagen hat, dann gibt es für Parlamentarier ohnehin keinen Grund, sich nach politischen Gesichtspunkten zusammenzuschließen. Ist reine Zeitverschwendung und wird im schlimmsten Fall als innere Subversion behandelt. So viel zu den Fraktionen. Gibt es zu denen noch was nachzufragen? Nein. Dann kommen wir zu den Ausschüssen. Die Ausschüsse eines Parlaments sind der Ort der parlamentarischen Arbeit am Gesetz, wo Regierungsmehrheit und Opposition oder die einzelnen Parteien darum ringen, was ins Gesetz hinein soll. Das ist das Forum der fachpolitischen Auseinandersetzung der Fraktionen. Dort geht es außerordentlich technisch her. Es gibt schöne Bücher, weil wir mal ein langes Forschungsprojekt gemacht, wo wir die Arbeit in den Ausschüssen auch beobachtet haben. Ein extrem technisches Verfahren. Dort, wo die Ausschüsse öffentlich zugänglich sind, wie in Berlin, Rheinland-Pfalz und Bayern, kommen trotzdem relativ wenig Leute zur Ausschusssitzung, weil es effektiv für Außenseiter langweilig ist, obwohl die Arbeit sehr wichtig ist. Sie sind die Stätte der oppositionellen Regierungskontrolle. Dort zeigt die Opposition, was sie mittragen will oder nicht mittragen will. Solange der Bundestag für sich noch den Entschluss gefasst hatte, die meisten Gesetze einstimmig zu verabschieden, was im Wesentlichen bis zum Auftritt der Grünen im Bundestag gegangen ist, hat man in den Ausschüssen auch wirklich wechselseitig Zugeständnisse gemacht, um möglichst mit großer Mehrheit, idealerweise einstimmig, dann im Plenum des Bundestages die Gesetze zu verabschieden. Ausschüsse werden meistens proportional zu den Fraktionen besetzt. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Bei uns geht alles nach Proportion. Mitunter, in manchen Systemen wie den USA regelmäßig, richtet man Unterausschüsse ein, Unterausschüsse, Unterausschüsse. Das kann dann sehr hierarchisch gegliedert sein.
Die Ausschussvorsitze werden vergeben entweder proportional zur Fraktionsstärke oder liegen bei der Mehrheitsfraktion. Da ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der deutschen Tradition der Proportionalität und der angelsächsischen der Mehrheitsherrschaft. Und in den Ausschüssen gibt es allenthalben die gemeinsame Präsenz von Parlamentariern, Ministerialbeamten und Regierungsmitgliedern. Und alle jene, die glauben, dass zum Parlamentarismus die strikte Trennung von Parlament und Regierung gehöre, haben noch nie über Ausschüsse nachgedacht. Ausschüsse könnten gar nicht funktionieren, wenn nicht die hohen Ministerialbeamten, die Staatssekretäre, die Minister, je nach Wichtigkeit, gemeinsam mit den Abgeordneten da drinnen säßen. Denn dort werden die Informationen ausgetauscht. So viel zu den Ausschüssen. Dann haben wir noch die parlamentarischen Steuerungsstrukturen, die auch verschieden heißen. Es gibt einen Präsidenten, einen Stellvertreter, es gibt den Sitzungspräsidenten, es gibt ein Präsidium, bei uns heißt es Ältestenrat, es gibt die Runde der parlamentarischen Geschäftsführer, was in Frankreich die sogenannte Vorsitzendenkonferenz ist, die Vorsitzenden der Parlamentsfraktionen. Es gibt Koalitionsrunden, formell und informell. Es gibt jede Menge von informellen Runden und Besprechungen, vor allem innerhalb der Fraktionen. Und es gibt informelle Begegnungen aller Art. Wenn Sie in Abgeordnetenbiografien oder Selbstbiografien von Abgeordneten herumlesen, da gibt es eine schöne Reihe, die beim Bundestag veröffentlicht wird, werden Sie entdecken, wie viel wichtige Politik irgendwo zwischen Kantine und Toilette gemacht wird. Weil da hat man die Zeit, informell miteinander zu plaudern. So viel zu den parlamentarischen Steuerungsstrukturen. So, das sind die Funktionen von Parlamentern. Repräsentation, Kontrolle, Gesetzgebung, die Wahlfunktion. Die Reihenfolge, in der diese Funktionen dastehen, ist die historische Reihenfolge. Am Anfang steht die Repräsentationsfunktion beim korporativen, beim föderalen Parlamentarismus ohnehin. Kontrolle kommt später dazu, so wie ich es Ihnen erzählt habe, als die Herrschaftsdichte zunimmt, als arbeitsteilige Herrschaftsdienstleistungen seitens von Lehnsherren und so weiter notwendig wurden, als der König für Heerfolge und so weiter, auch für Steuern, die er brauchte, die Zustimmung seiner Stände brauchte. Dort fängt Kontrolle der Stände über das Handeln der Krone an. Gesetzgebung kommt noch später dazu. Dafür braucht es erst einmal den Leitgedanken des Rechtsstaates, den Leitgedanken einer Verfassung, die Vorstellung einer Hierarchie der Rechtsnormen. Und die Wahlfunktion ist das Allerneueste. Aber die Wahlfunktion ist das Typenbildende und darum gehen wir den Durchgang an von der Wahlfunktion. Also 1 bis 4 stellen die strukturbildende Bedeutung der einzelnen Parlamentsfunktionen dar und die historische Entwicklung ist eine andere. Schauen wir auf die Wahlfunktionen. Was wählen Parlamente? Im parlamentarischen Regierungssystem ist zentral und für es auch konstitutiv, dass Parlamente den Regierungschef wählen oder bestätigen oder abwählen können. Und das ist von Land zu Land verschieden gehalten. Aber es ist das Parlament, von dem der Regierungschef politisch abhängt. Weitere Wahlfunktionen gibt es dann auch. Im deutschen Beispiel wählt der Bundestag die Verfassungsrichter, den Wehrbeauftragten, Datenschutzbeauftragten und so weiter und so fort. Im präsidentiellen Regierungssystem haben Parlamente, also legislativ heißen die dort, auch Wahlfunktionen. Im amerikanischen System etwa kann der Präsident Kabinettsmitglieder und Verfassungsrichter nur mit Zustimmung der oberen Parlamentskammer berufen. Wen der Senat nicht akzeptiert, wird nicht Verfassungsrichter, wird nicht Kabinettsmitglied. Und wie dann wer Vetomöglichkeiten hat, davon hängt dann in der politischen Praxis ziemlich viel ab. Aber hier müsste man dann in die Details unterschiedlicher Systeme hineingehen und dafür ist diese Vorlesung nicht der richtige Ort. Was aber hier schon verstanden werden muss, ist, dass Regierungsbildung nicht im Wahlakt besteht. Regierungsbildung ist ein Prozess. Nichts ist kindischer als zu glauben, ein Parlament wählt den Regierungschef und dann ist die Wahlfunktion konsumiert. Wir erleben ja derzeit, wie schwierig Regierungsbildung ist. Und wenn Sie eine Minderheitsregierung haben, dann werden Sie gleich am Ende der Folie sehen, was unter ihr oder wenn es eine solche gibt, eben anders und ergebnisoffener läuft, als in jenem Fall, an den wir uns gewöhnt haben. Regierungsbildung beginnt vor dem Wahlkampf mit der Klärung grundsätzlicher Koalitionsmöglichkeiten. Mit der und der Partei werden wir niemals politisch etwas zu tun haben. Das sagt man davor oder der politische Gegner verlangt, dass man das sagt. Ansonsten wird man im Wahlkampf beschimpft oder schwere Zeiten haben. Im Wahlkampf
werden dann Koalitionsmöglichkeiten dem Wähler vor Augen geführt. Es wird für oder gegen Koalitionsmöglichkeiten geworben. Hübsch ist es, wenn die meisten Wähler eine bestimmte Koalition wollen und dann auch herbeiführen. Zu Problemen führt es, wenn eigentlich keine Koalition von den meisten Wählern gewünscht wird. Dann wissen am Ende die politischen Parteien gar nicht so recht, was sie denn machen sollen. Ich glaube, Deutschland ist so ein Land, wo das derzeit zu betrachten ist. Dann kommt die Parlamentswahl, da legen die Bürger fest, welche Regierungsmehrheiten überhaupt zustande kommen können. Teils tun sie das absichtlich, teils tun sie das unabsichtlich. Ich meine, wenn es an einer Partei hängt, die an der 5%-Hürde in Deutschland herumkrebst, weiß man ja nie, wie es wirklich ausgeht. Aber manche informieren sich auch nicht. Sie haben gar keine Ahnung, was politisch geht und nicht geht. Ich meine, dann kann man schon gerne die Partei der bibeltreuen Christen wählen, aber die kriegt so wenig Stimmen, dass das eh keinen Unterschied macht. Aber ob man die AfD wählt oder nicht wählt, oder in westdeutschen Ländern oder Landtagswahlen die Linkspartei wählt, das kann für die Regierungsbildung einen erheblichen Unterschied machen. Nach der Wahl braucht es dann eine Grundentscheidung, welche Partei die Initiative zur Regierungsbildung übernehmen kann oder muss. In Deutschland ist es nach wie vor der Verfassungsbrauch, dass die stärkste Partei diese Aufgabe hat. Stärkste Partei ist, wer die meisten Sitze hat. Und wenn gleich viele Sitze da sind, wer hat die meisten Stimmen? Der muss sozusagen regieren. Tja, so wird auch die Initiative übernommen. Zurzeit haben wir, glaube ich, eine Kanzlerin, die fast wie ein Mauerblümchen um Tänze wirbt. Anschließend kommt es zu Koalitions- oder Tolerierungsverhandlungen. Inzwischen haben wir die Sache ausdifferenziert. Bevor koalitionsverhandelt wird, wird sondierungsverhandelt. Ab und zu gibt es sogar Vorsondierungen, an deren Ende dann klar wird, ob es zu Sondierungen kommen kann, an deren Ende es vielleicht oder auch nicht zu einer Koalition kommt. Natürlich kann man auch Verhandlungen führen darüber, wer denn welche Regierung tolerieren will. Inzwischen hat die politische Fantasie auch noch die Kooperationskoalition entdeckt, dass zwei Parteien verabreden, miteinander in den und den Politikbereichen zu koalieren, in anderen Bereichen aber oppositionell zu sein. Naja, kann man alles ausprobieren. Wenn klar ist, wer mit wem ins politische Ehebett schlüpft, was jahrelang dauern kann, na, jahrelang ist übertrieben, aber Belgien war mal ein ganzes Jahr lang ohne Regierung. Dem Vernehmen nach bekam das dem Land gar nicht schlecht. Die Ministerialbeamten sagten, endlich können sie mal ihre Arbeit machen und werden nicht dauernd von politischen Aufwallungen daran gehindert. Also wenn klar ist, wer mit wem ins politische Ehebett darf, soll oder muss, kommen die formalen Prozesse der Regierungsbildung, die können unterschiedlich aussehen. Der Staatschef kann ein Vorschlagsrecht haben oder kann nachvollziehen müssen, was die Parlamentarier ihm sagen. Es kann sein, dass der Staatsoberhaupt ernennt, das Parlament aber zustimmen muss, weswegen der Staatsoberhaupt davor sich überlegen muss, wer im Parlament eine Mehrheit finden kann. Das ist wiederum extrem vielfältig. Und dann haben wir die Regierung im Amt und dann geht die Regierungsbildung weiter. Sie heißt nur jetzt Sicherung des Zusammenhalts der Regierungsmehrheit. Wann immer es große Koalitionen gibt oder sehr große Koalitionen, die im Parlament eine Mehrheit von 100 oder von 150 Abgeordneten haben, dann ist das ein leichtes Geschäft, weil dann kann ich als Kanzler sagen, ja, ihr 5 Dutzend Abgeordneten, die ihr mir nicht folgen wollt, ihr seid mir herzlich egal. Ich brauche eure Stimme nicht, dann kann ich durchregieren. Wenn die Mehrheit knapp ist, kann man nicht mehr durchregieren. Und wenn eine Regierung überhaupt keine verlässliche Mehrheit hat, etwa eine Minderheitsregierung, dann muss bei jedem Gesetzgebungsvorhaben mühsam ausgehandelt werden, ob und zu welchen Bedingungen welche Mehrheit im Parlament zustande kommt. Das macht das Regieren schwer. Darum ist es nicht verwunderlich, dass so mancher deutsche Regierungschef, der immer durchregiert hat, eine Minderheitsregierung nicht anführen will. Denn dann müsste man auch innenpolitisch das tun, was man auf europäischer Ebene natürlich muss, nämlich verhandeln, aushandeln, Kompromisse vertreten. Die Folge dieses ganzen Wirkungskreislaufes, wenn man keine Minderheitsregierung will, sondern eine Mehrheitsregierung, die Folge ist die Entstehung des Mannschaftsmechanismus, ist Mannschaftsbildung, weil man weiß, nur als Mannschaft bringt man seine politischen Ziele durch. Und je knapper eine Regierungsmehrheit ist, umso intensiver ist der Druck darauf, als Mannschaft zu agieren.
Insofern kann man sagen, parlamentarische Regierungsbildung ist ein Prozess, der niemals endet. Vor der nächsten Wahl lösen sich dann Regierungskoalitionen auf. Am Wahlabend kann man sagen, ich will überhaupt nicht mehr mit denen regieren, aber dann geht der Regierungsbildungsprozess weiter. Und dann kann es sein, dass Leute, die in die Opposition wollen, dann doch wieder Minister werden. Schauen wir auf die Kontrollfunktion. Hier müssen wir noch einmal den Begriff der Verantwortlichkeit vor Augen führen, den ich schon bei der Besprechung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufgeführt habe. Verantwortlichkeit ist die Grundlage von politischer Kontrolle. Sie besteht aus dem Zusammenhang, dass man sicherstellt, dass Regierungsmitglieder auch auf unangenehme Fragen antworten müssen, dass jene, die Fragen stellen, die Opposition, der politische Gegner, die Medien völlig frei sind, mit den Antworten zu tun, was sie wollen, also auch den Antwortenden zu schaden. Und folglich wird man klugerweise solches Handeln unterlassen, das man im Parlament oder vor der Öffentlichkeit nicht erklären kann. Es ist wie beim Folterprozess. Wenn ich weiß, dass ich gefoltert werde, werde ich bestimmtes Geständnisverhalten unterlassen oder an den Tag legen. Und deswegen lautet der Grundsatz, Verantwortlichkeit darf niemals versickern. Es muss immer klar sein, wer gequält werden kann. Durch Fragen, Nachfragen, Unterstellungen, Rücktrittsforderungen. Grundzüge politischer Kontrolle lassen sich so darstellen. Kontrollmöglichkeiten werden geschaffen eben durch die Organisation von Verantwortlichkeit. Wer ist zuständig? Man gewährleistet, dass diese Kontrollschleifen auch tatsächlich funktionieren. Dazu gehören immer wieder exemplarische Bestrafungen. Wusste schon mein alter Freund Machiavelli, Beginn des dritten Buches, glaube ich, der Discorsi, vom Wert exemplarischer Bestrafungen. Es funktioniert Kontrolle im Wesentlichen eben über die Vorauswirkung der Folterinstrumente. Sie funktioniert ganz wesentlich durch informelle Prozesse, bei denen aber klar ist, wer welche Interessen hat. Kontrolle vollzieht sich entlang von Interessen, die man erfüllt oder deren Erfüllung man vorenthält. Und dann gibt es formale Regeln, die man sich zunutze machen kann, um Interessen anderer zu erfüllen oder deren Erfüllung zu verhindern. Und damit hat man jenes Pressionspotenzial, mit dem man andere dazu zwingen kann, etwas zu tun oder zu unterlassen. Und das ist der Leitgedanke von Kontrolle. Jemand wird gezwungen, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Und das Wahlen, der Horizont sämtlicher politischer Kontrolle sind, liegt auch auf der Hand. Wann immer ich sagen kann, Freunde, wenn wir die Politik weitermachen, dann entsteht eine Protestpartei, die uns so und so viele Stimmen wegnehmen wird. Dann hat man unter vernünftigen Handlungsbedingungen die Chance, eine Politikkorrektur herbeizuführen. Wenn die Leute nicht vernünftig agieren, ja, dann gewinnt der politische Gegner und ich verliere viele Mandate. Dann wird man nach der Wahl sich überlegen, ob man denn vielleicht doch eine andere Politik hätte machen sollen und wie man es in der Zukunft hält. So viel zu den Grundzügen politischer Kontrolle. Dass es einige Grundformen gibt, um das Handeln der Regierung zu kontrollieren, eines Teils Aufsicht über fremde Amtsführung, was typischerweise die Opposition macht, andernteils Kontrolle durch Mitregieren, was die Kontrollform der regierungstragenden Parteien ist, liegt auf der Hand. Und dass man die politische Grundrichtung kontrollieren kann oder die politischen Leistungen, etwa in der Bildungspolitik, Finanzpolitik, liegt auf der Hand. Dass man rechtliche Kontrolle machen kann, stimmt das Handeln der Regierung, die Gesetzgebungstätigkeit der Mehrheit mit der Verfassung überein, ist auch wohl bekannt. Und dass unterschiedliche Teile des politischen Systems auf unterschiedliche Weise diese Kontrollmöglichkeiten ausüben, wobei immer die Öffentlichkeit eine zentrale Rolle spielt, auch das erschließt sich ziemlich schnell. Das, was sich vielen Leuten nicht erschließt, ist Folgendes. Kontrolle als Aufsicht über fremde Amtsführung, ausgeübt von Opposition, die sieht man in der Öffentlichkeit vorzüglich. Weil da stellt sich der Oppositionsführer ans Pult des Bundestages und fängt an, das ganze Sündenregister der Regierung aufzuzählen. Anschließend kriegt die Regierung aber eben doch ihren Willen, weil die Opposition in der Minderheit ist. Das heißt, effizient ist solche Oppositionskontrolle nur über Antizipation. Ich stelle mich darauf ein, dass ich Folgendes bei der Opposition nicht durchbekommen werde. Das heißt, das eigentliche Wirken oppositioneller Kontrolle sieht man gar nicht, weil es in sozusagen freiwilligen Verhaltensänderungen besteht. Und das heißt, dort, wo man oppositionelle Kontrolle sieht, ist sie wirkungslos.
Dort, wo sie wirkungsvoll ist, sieht man sie nicht. Als naiver Mensch, als kundiger Beobachter sieht man natürlich die ganzen Spielzüge und Entwicklung von Diskursen. Aber wenn Leute das nicht verstehen, kann man es ihnen auch nicht erfolgreich erklären. Das, was die Regierungsmehrheit tut, nämlich kontrollieren durch Mitregieren, das ist öffentlich meist nicht sichtbar. Denn in den Arbeitskreisen der Fraktionen sitzt kein Journalist. Und nicht jeder liest in der Zeitung das, was vielleicht durchgestochen wird. Es ist aber die durch Mitregieren ausgeübte Regierungskontrolle unmittelbar effizient. Und das heißt, dort, wo Kontrolle wirksam ist, sieht man sie nicht. Und dort, wo man sie sieht, ist sie nicht wirksam. Und eben diese sozialoptische Täuschung verdirbt vielen naiven Leuten die Zufriedenheit mit der Funktionsweise von politischen Systemen mit starken Parlamenten. Weil man ihre Kontrollleistung, ohne fachkundig zu sein, so wenig erkennt, wie ein Nicht-Tänzer erkennt, ob Tango-Schritte korrekt oder inkorrekt ausgeführt worden sind. Gleichwohl kann man feststellen, ob jemand korrekt oder inkorrekt Tango-Schritte macht. Bloß lustigerweise bei der politischen Kontrolle wird so getan, als könne einer, der vom Tanzen keine Ahnung hat, Tanzschritte genauso gut beurteilen wie einer, der gut tanzen kann. Aber da ist es so, wie es der alte Schumpeter schon mal schrieb, es sei, schrieb er, erstaunlich, wie sehr die intellektuelle Leistungsfähigkeit von Menschen absinkt, sobald sie sich mit Politik befassen. Das Leichteste begreifen sie dann nicht mehr. So viel zu den Grundformen parlamentarischer Regierungskontrolle. Was die Kontrollinstrumente betrifft, sei nur darauf verwiesen, das Haushaltsrecht, der Geldhahn, den man auf- oder zudreht, ist wichtig. Das parlamentarische Erpressungspotenzial, ausgedrückt in Mehrheiten, die man braucht, ist wichtig. Die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist wichtig. Und im deutschen System ist die abstrakte Normenkontrolle wichtig. Das heißt, die im Parlament Unterlegenen versuchen, aus einer verlorenen politischen Sache einen verfassungsgerichtlichen Streit zu machen und ziehen dann vor die Verfassungsgerichte, in der Hoffnung, rechtlich das zu gewinnen, was sie politisch verloren haben. Wichtig ist, wenn parlamentarische Kontrolle funktionieren soll, dass der Gang an die Öffentlichkeit und die Rechtskontrolle als Minderheitenrechte ausgestattet sind. Pressionspotenzial ist natürlich ein Mehrheitsrecht, weil die Mehrheit im Grunde immer entscheidet. Unterschiedlich ist lediglich, wie groß die Mehrheit sein muss. Und Haushaltsrecht ist natürlich auch Mehrheitsrecht. Über die Gesetzgebung will ich nicht viel ausführen, außer Ihnen ans Herz legen, einzusehen, dass in parlamentarischen Regierungssystemen die Gesetzgebungstätigkeit in der Regel von der Regierung ausgeht. Das mutet paradox an, das System heißt doch parlamentarisches System, aber tatsächlich ist es das parlamentarische Regierungssystem. Die Regierung geht aus dem Parlament hervor, die Regierung ist der Ausschuss des Parlaments, der die Gesetze vorbereitet und das exekutive Handeln leitet. Folglich gehen im parlamentarischen Regierungssystem die allermeisten Gesetze von der Regierung aus. Das werden wir in der Systemvorlesung über die BRD näher angucken. Wir enden mit einem knappen Blick auf die Repräsentationsfunktion. Repräsentation besteht aus Vernetzung. Man muss in alle Teile der Gesellschaft hinein vernetzt sein, um aus allen Teilen der Gesellschaft Anregungen, Impulse, Beschwerden, Sichtweisen aufnehmen zu können und um in alle Bereiche der Gesellschaft kommunikativ hineinwirken zu können. Es liegt völlig auf der Hand, dass weder ein einzelner Abgeordneter noch eine einzelne Fraktion in alle Bereiche der Gesellschaft hineinwirken können. Das ist auch nicht nötig. Manche Parteien, zumindest in früheren Zeiten, waren Arbeiterparteien. Die haben in die Arbeiterklasse hineingewirkt und aus der Arbeiterklasse politische Impulse geholt. Andere Parteien waren Parteien der Freiberufler oder des Mittelstandes. Die haben deren Interessen intensiv vertreten und dort hineingewirkt. Wichtig ist, dass insgesamt ein Parlament so sortiert ist, dass insgesamt das Parlament in Arbeitsteilung seiner Fraktionen in alle Teile der Gesellschaft hineinwirkt und mit allen Teilen der Gesellschaft vernetzt ist. Responsivitätsfunktion meint, dass die Abgeordneten tatsächlich die Sorgen und Ansichten von Bürgern aufgreifen und nicht arrogant mit der Bürgerschaft umgehen, so nach dem Motto, wir wissen Bescheid und ihr seid zu dumm.
Ihr habt lauter eingebildete Sorgen und das beweist, dass ihr Pöbel und Pack seid. Das widerspricht politischer Repräsentation. Sichtweisen, Argumente aufgreifen oder, wie Luther es formuliert hat, dem Volk aufs Maul schauen. Aber der Luthersatz geht weiter, dem Volke nicht nach dem Munde reden. Denn da kommt die kommunikative Führungsfunktion ins Spiel. Man muss schon begreifen, wo die Leute der Schuh drückt, sei es zu Recht oder zu Unrecht. Aber dann muss man sich überlegen, was kann man denn gemeinwohlverträglich tun und auch unter Wahrung übergreifender Rechtsprinzipien. Dafür muss man sich dann entscheiden und dafür muss man dann auch werbern. Zur Repräsentationsfunktion gehört die Aufgabe von Abgeordneten, Politik erklären und insbesondere dort erklären, wo Politik unpopulär ist. Das heißt wiederum im Klartext, die Aufgabe von Parlamentariern ist es, dorthin zu gehen, wo der politische Gegner steht, sich in den politischen Nahkampf mit politischen Gegnern einzulassen, nicht zu kneifen, wobei heutzutage das Kneifen netter genannt wird, ausgrenzen. Man grenzt aus, in Wirklichkeit kneift man. Und wer kneift, kann keine politische Führung ausüben. Und zur Repräsentationsfunktion gehört auch die Öffentlichkeitsfunktion, die Darstellung. Parlamente müssen dem Volk schon vor Augen führen, dass das, was in der Bevölkerung gedacht wird, von der politischen Klasse gewusst wird. Man muss auch in der Sprache der Bevölkerung klar machen, dass angekommen ist, wie sie denken. Und man muss auch den Dissens, den es gibt in der politischen Klasse, pluralistisch widerspiegeln. In all diesen Bereichen hat gerade der letzte deutsche Bundestag erhebliche Funktionsdefizite gehabt und haben viele Parlamente demokratischer Staaten Funktionsdefizite. Und als Faustregel kann man sagen, wo immer Populismus auftaucht, derzeit vor allem von rechts, ist das stets ein Hinweis darauf, dass Parlamente ihre Repräsentationsfunktion unzulänglich erfüllt haben, technisch gesprochen, dass in bestimmten Bereichen des politischen Spektrums Repräsentationslücken haben entstehen lassen. Der Dank dafür ist der Aufstieg vom Populismus. Wer das will, also Populismus will, muss darauf verzichten, braucht nur darauf zu verzichten, Parlamentariern und Politikern ins Gewissen zu reden. Aber ob es ins Gewissen zu reden praktisch was nützt, ist wiederum eine offene Frage. Am Wahltag ist dann Zahltag und das funktioniert in der Regel ziemlich gut. Das endet die Behandlung des Parlamentarismus und das nächste Mal geht es hinein in die politischen Parteien. Und davor müssen Sie sich unter den Christbaum setzen und eine Silvesterparty feiern. Alles Gute dafür.